Was geht ab, Leute? Nerdalert Games und willkommen zurück zu Watch Dogs. Gehen wir ein bisschen watchdoggen. Oder gehen wir Hunde zugucken? Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine Karre. Wir haben sie nicht alle. So. Die Karre gefällt mir gut. Direkt zum nächsten Auftrag. Ich will wissen, wie es weitergeht. Es ist so wenig bekannt über die Story. Da muss mehr her. Hätte ich schon hier einbiegen sollen? Ja. Wir müssen ja immer noch Nicky finden. Der mir macht ja eh nur Scheiße. Okay. Komponenten. Nach einem Gefängnisausbruch werden heute die Sicherheitsprotokolle des Chicago Correctional Center am chemische Komponente 200. Das ist einfach so verkauft, nicht? Glücklicherweise konnte die Chicago Police den Mann kurze Zeit später wieder festnehmen. John Smith, 34, wurde in Untersuchungshaft genommen. Okay, herstellen. Vollständiges Tutorial sehen. Waffenrad öffnen, wir haben schon so viel hergestellt. Okay, was sollen wir jetzt genau herstellen? Wir haben alles. Wahrscheinlich war das nur so ein kleines Tutorial. So. Wo haben wir meinen lustigen Auftrag? Hier unten, das ist weit weg. Ja, gehen wir das Kontrollzentrum hacken. Muss ich da? Ja, ich muss da runter. Dicke Karre auf jeden Fall, aber ich hätte meinen Bock auf ein Motorrad. Go, 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 ab auf dem Highway. Ja, Armbanduhr, Hunde, das ist auch nicht schlecht. Watch, Armbanduhr, ja. Es muss interessante Konversationen in Amerika geben. Was spielst du gerade? Ja, Watch Dogs. Du guckst Hunden zu? Okay. Ding rattert aber ganz schön. Das ist Vollspeed übrigens. Kaum Verkehr, das ist schön. Da kann man mal durchfahren. Ohne Mist, den GTA hätte ich schon fünfmal was gerammt. Komm gut durch, fuck. Bis auf das kleine Ding da, aber hey. Und das hier. Weißt du, in GTA hat das schlimmere Folgen. Das Auto wird kaputter irgendwie. Das ist vielleicht ein bisschen feiner gemacht in dem Spiel, aber hier. Hier wird man auch nicht so bestraft, wenn man irgendwo hängen bleibt oder so. Man kann einfach ganz locker weiterfahren. Fällt nicht unbedingt aus dem Auto raus und solche Geschichten. Autos könnten vielleicht ein bisschen mehr einlenken, aber ansonsten. Kein Strom für euch. Ha! Brücke hoch. Oh oh. Oh mein Gott, war das knapp. Ich hätte so gelacht, wenn ich hängen geblieben wäre. So, fucking Sperrgebiet. Ah, das haben wir erstmal da. Okay, wir können da reinfahren. So, hier müssen wir aufpassen. Hier sind viel zu viele, die mir zugucken können. Fucking Sperrgebiet. So, lokalisieren Sie die... Boah, toll. Diesmal haben wir hier nicht das Glück mit den ganzen Kameras, oder? Nee. Oh. Sniper? Kamera. Ich hoffe, mich sieht so leicht keiner. Gucken wir mal.
Zu weit weg, zu weit weg. Das sind wirklich Sniper. Des Waffenhandels verdächtigt. Gemeinnützige Arbeit verurteilt. Also nur Arschlöcher. Was weiß ich denn, wer den Code hat? Also hier unten ist schon mal keine Sau. Spielt Rayman auf dem Handy? Ja, Ubisoft. Lustig. Rayman, eure IP. Euer Spiel. Ja, super. Absolut klasse. Irgend so ein Pisser hat mich da oben gesehen. Das sah so gut aus. Ich muss den Zugangscode erst lokalisieren. Oh, wirklich? Ich sehe ihn. Ach, die jagen mich jetzt kaputt. Kann der Alarm nicht einfach mal fallen? Naja, wir machen keinen Deal. Oh mein Gott. Was machen die da? Schießen sogar alle in die letztgesehene Richtung. Wenn die alle in die Ecke gehen, bin ich vollkommen zufrieden. Mann, das ist echt dumm. Naja, das Spiel fängt leider erst gerade an. Habe ich keine Splittergranate? Was macht der denn da? Ich hab's rausgeschmissen! Einen hab ich noch. Ja, die sollte gesessen haben. Die sind ja so schlau. Controller nicht verabschieden. So, jetzt habe ich jeden gekillt. Ich habe so einen Skillpunkt auf. Klasse. Zwei Skillpunkte zu vergeben. Eigentlich würde ich hier einfach mal so richtig blöd durchscalen. So einfach so. Mal nehmen einfach mal Fokus. So, wer hat den Code bei sich? Kill hier jeden. So, zwei Leute sind nicht gekommen. Dann müssen wir mal gucken, ob die vielleicht nicht den Code dabei haben. Das waren, glaube ich, alles nur Handlanger. Können wir die Plattform drehen. Moment, wo sind die hier auf der Karte? In dem Gebäude. Oh, genau gegenüber. Da drin. Irgendwo hier. Da. Sniper 1. Ah, ich glaube nicht, dass einer von den beiden irgendwas dabei hat. Kann Verstärkung rufen. Nein, ich habe meinen Code-Guy erledigt. Eindeutig. Gar nicht gesehen. Okay. CTOS-Server hacken. Nehmen wir die mit? Boah, ich hatte doch eine geile Schrotflinte gekauft. Hier nicht dabei? Na, dann auf die andere Seite. Okay, hier. Wunderbar. Shotgun for the win. Okay, dann gehen wir mal hoch. Du siehst mich nicht. Oh, wieder eine Hackaufgabe. Okay, okay, okay. Ah, wir sind hier nicht auf Zeitdruck. Also alles dufte. So, du gehst hoch, hoch, hoch. Und du gehst auch nochmal hoch. Dann haben wir das schon mal geknackt. So, was ist damit? Das muss dann so gehen. Damit das so geht. Und da muss noch einer von hinten kommen. Das heißt, wir machen den so. Perfekt.
Jetzt sehen wir wieder das blöde Video. Ja, ja, we get it. Kamera? Schön, dass die Kameras auch immer so aufgebaut sind, dass man alles im Blick hat. Wenn wir schon mal dabei sind. Nice. Oh, du Sack! Ich hab noch einen Trick. Du verreckst. Yes! So, der Zugang wurde freigeschaltet. Jetzt, Rissi. Finden wir raus, was du über Nikki weißt. Racine. Mal sehen, wo das ist. Hab dich, Robert Racine. Na, ah, super Dufte. Was steht hier auf dem Schild? Da steht immer was Witziges drauf. Dieser Hintern. Okay. Scheiß auf den Fixer-Auftrag. Wir rennen weiter. Wir haben den wunderbaren Server gehackt. Warum nicht weitermachen? Go, go, go. Rein, rein, rein. Ne, wir kommen hier um. Wir sind zurück. Am besten mal einen Wegpunkt setzen. Jetzt hängt mir einen ultraschlauen Weg gerade an. Jetzt müsste ich erstmal hier rumfahren. Brücke, Brücke, Brücke. Fuck you, Brücke. Du gehst runter. Und wieder hoch. Haha, oh oh. Oh, ist genau das passiert, was ich gedacht habe, ist passiert. Shit. Boah, voll durchgesteuert. Oh oh. Oh ja, das ist natürlich eine Mauer. Ich muss auf die Brücke, so eine Scheiße. Karre ist ramponiert, fuck it. Aussteigen, eine bestellen. Ich hoffe, da ist was in der Nähe. Auto auf Abruf, ich will ein Motorrad haben. Das Dumme ist, ich habe nur kein Geld, wir müssen mal Nebenaufträge machen. Alles erledigt. Du kannst deine Karre. Toll. Ich hätte wahrscheinlich in eine andere Richtung gucken können. Egal, die Karre wird es noch tun bis zum Motorrad. Oh, nee, die steht da unten. Okay. Nice. Renn, 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 renn. Mein schickes Motorrad. Aber ich liebe es, in Watch Dogs Motorrad zu fahren, weil es ist so anders irgendwie so als in GTA. So, ich kann es nicht beschreiben. Ah, oh, da wollte ich mal irgendwie cool sein, aber kann ich ja komplett vergessen. Erstmal hochziehen. What up? Oh, ich darf die ja nicht überfahren, mein Ruf. What? Ich habe die gar nicht berührt. Ja, sicher, Watch Dogs. Ja, sicher. Gleich deinstallieren. Spiel verarscht mich. Bom, 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 blit up. Oh! Oh! Ich dachte, die Brücke geht hoch wie jede andere. Ich hab doch nicht gewusst, dass die direkt hochgehen. Au! Du Scheiße, ey. Damit ihr nicht drüber kommt, ihr Säcke. Toll. Wie? Jemand dringt in ihr Spiel ein. Den muss ich erledigen. Was? Komm her, du Sack. Ist das jetzt ein echter Spieler oder ist das jetzt jemand, der einfach so in das Spiel reingeworfen wurde? Exitio, do. Amateurhacker. Wir haben ja eine Zeit unbegrenzt. Ah, garantiert unten.
Ja, ich muss jetzt mal drehen. Wird hier schon ordentlich durch. Ja, sicher, ey. Wir kriegen dich schon. Oh, jetzt ist der da hinten wieder. Mann. Ist natürlich super. Das Ding explodiert mir gleich. Komm, ich muss die Brücke runterlassen. Ich glaube, die sind immer noch oben, oder? So, hier. Nicht gefunden. Ich habe einen Teilerfolg. Gegnerzone verlassen, Hack beendet bei 10%. Das war wirklich ein echter Typ. What the hell? Ich stecke im Boden fest. Klasse. Der war garantiert hier unter der Brücke. Ich hätte einfach nur hier drehen sollen. Was soll's. Hier drehen und dann unter der Brücke irgendwo. Hier wurde einer von Damien angeheuert. Robert Racine. Ich fange mit dem Besitzer an. Und arbeite mich nach unten. Bleib cool, nicht den Kopf verlieren. Genau.